apropos gute Sache, wir wollen natürlich wissen, was genau mit dem Geld passiert. Und da dürfen wir nun zwei ganz wichtige Personen zu uns auf die Bühne bitten. Nämlich die Geschäftsführerin der Wiener Krebshilfe, Gabi Sonnbichler, und den Präsidenten der Wiener Krebshilfe, Michael Miksche. Bitte kommen Sie zu uns. Schönen guten Abend, hallo. Guten Abend. Ich darf gleich mit der Geschäftsführerin der Krebshilfe beginnen, Gabi Sonnbichler. Dancer Against Cancer zum 8. Mal mittlerweile. Wir haben es zu Beginn schon gehört, da ist wirklich viel Geld zusammengekommen, das bei der Krebshilfe gut aufgehoben ist. Davon sind wir überzeugt. Was kann denn mit diesem Geld in diesem Jahr jetzt insbesondere wieder getan werden? Also zunächst einmal ein herzliches Dankeschön an alle, die diesen großartigen Abend ermöglicht haben. Yvonne, Matthias, das gesamte Team, Sie beide als tolle Moderatoren, alle anderen, die mitgewirkt haben. Mit dem Reinerlös aus dem heutigen Abend werden wir die psychologische Betreuung von Angehörigen, von Krebspatienten im Rahmen unseres Beratungszentrums finanzieren. Man kann sich vorstellen, wie schwierig die Situation für Patienten ist. Sie ist aber genauso schwierig für die Angehörigen, für die Kinder, für die Partner, die oft nicht nur die seelische Situation und die schwierige medizinische Situation ihrer Angehörigen mittragen, sondern auch eigene Probleme haben, die oft den Alltag allein auf einmal organisieren müssen, die ihre Angehörigen, die Patienten entlasten wollen, emotional. Und das ist ganz schwierig, eine Situation, mit der sie oft überhaupt nicht klarkommen. Und mittlerweile sind von den 3.500 Patienten und Angehörigen, die wir betreuen, pro Jahr ungefähr ein Drittel Angehörige. Die Krankheit ist also das eine, das andere ist natürlich auch, wie die Menschen rund um einen Patienten damit umgehen. Und für all die wird hier gespendet, all denen kommt das auch hier zugute, und da sind wir sehr, sehr dankbar. So ist es, und ich würde gern von Ihnen wissen, wie wichtig so ein Projekt wie Dance Against Cancer ist, in der Krebshilfe, um zu helfen, um was Gutes zu tun. Also ich kann noch einmal Danke sagen. Es ist das 8. Mal, dass ich diese Worte an die Runde, an das Team, an Yvonne und Matthias richten darf, an allen, die da immer beitragen, die kommen zu dem Ball. Es ist sensationell, dass man einen Ball mit dem Wort Krebs in Verbindung bringt und dadurch beiträgt zur Enttabuisierung dieser Erkrankung. Das Projekt an und für sich, Dance Against Cancer, ist so wichtig. Es bringt Mut für unsere Patienten und Angehörigen und zeigt, dass man auch überleben kann und dass man das im Freundeskreis und mit Bekannten und Unterstützung erleben kann. Und das ist unsere Aufgabe, die wir sehen als Krebshilfe, Hilfe zu geben in ganz schwierigen Situationen zum Zeitpunkt der Diagnose, aber auch um die Therapie zu begleiten und auch die Nachsorge dann zu betreuen. Vielen Dank für die Unterstützung, vielen Dank für die Wertschätzung, und ich nehme an, Sie haben da was mitgebracht für wichtige, wichtige Spenden, die also auch gut angelegt sind, und auch Geschenke, die hier noch übergeben werden. Aber eine Frage, die möchte ich auch schon noch stellen an die Geschäftsführerin, denn es ist schon viel Geld, das hier gespendet wird und das hier auch ausgegeben wird. Jetzt möchten wir schon auch noch wissen, ist auch sichergestellt, dass dieses Geld auch gut investiert ist und richtig ankommt? Diese Frage drängt sich mir auf jeden Fall noch auf. Das ist absolut sichergestellt. Neben unserem sehr strengen internen Controlling haben wir auch ein externes Controlling durch das Spendegütesiegel. Also man weiß, jeder Cent kommt genau dorthin, wofür er gebraucht wird und wofür wir sagen, dass er verwendet wird. Das zu hören, glaube ich, tut ganz gut und tut wirklich gut und ist wirklich wichtig und öffnet vielleicht Ihre Brieftaschen gleich noch einmal, um noch mehr Geld für die österreichische Krebshilfe und für diesen guten Zweck zur Verfügung zu stellen. Aber jetzt. Dankeschön, ja, so ist es. Ich glaube, da wird was übergeben. Ja. Jetzt dürfen wir noch was übergeben. Bitteschön. Ja, Blumen. Es gibt einen schönen Blumenstrauß. Der Blumenstrauß erklärt sich von selbst. Da muss ich ein bisschen was dazu sagen. Yvonne und Matthias, euer gesamtes Team, ihr macht ja nicht nur den Ball, den Dance Against Cancer, sondern so wahnsinnig viel, noch nicht schauen, so wahnsinnig viel ringsherum. Und mittlerweile sind das ganz viele Puzzlesteinchen, wo sozusagen das Ganze mehr ist als die Summe ihrer Teilchen, und als Symbol dafür, für diese ganz tolle Sache Dance Against Cancer,
mit ihren vielen Aktivitäten bekommt ihr heute ein Dancer Against Cancer Puzzle. Halten wir es groß in die Kamera, damit man es auch auf der Leinwand sieht. Hier ist eine Kamera, ich glaube, da kann man es dann wirklich auch schön nach oben übertragen und herzeigen. Ein Puzzle Dancer Against Cancer mit Yvonne und Matthias. Genau, so ist es. Nein, kein Jugendfoto, das ist vom vergangenen Jahr. Deshalb ein Jugendfoto. Matthias holt sich Komplimente ab heute Abend. Wenn ihr mal ein ruhiges Stündchen habt, könnt ihr beginnen, dieses Puzzle zusammenzustellen. Es hat über 500 Teile, aber ich glaube, ja. Also dann freuen wir uns, euch das jetzt übergeben zu können. Die Geschäftsführerin der Wiener Krebshilfe, Gabi Sonnbichler, und der Präsident der Wiener Krebshilfe, Michael Miksche, mit ihrer Art Danke zu sagen an die Veranstalter von Dancer Against Cancer, Yvonne Ruhe und Matthias Ruhe. Dankeschön. Dankeschön.